Willkommen in der Welt von Sabine Dehnel. 1971 geboren, hat sie schon immer ein Faible für das Muster gehabt, mit dem sie in den 70er Jahren aufgewachsen ist. Ich bin Christiane Morsbach von der Insel Föhr und bin dort für das Museum Kunst der Westküste tätig, wo Sabine Dehnel eine Residency hatte 2018, nachdem sie ein Jahr zuvor bei uns in der Ausstellung Reload Trachtkunst Mode mit Werken aus der Serie Mona zu sehen war, die sie auch hier in der Galerie vorfinden. Ich hatte sie eingeladen in dieses Konzept, das ich entworfen hatte mit Werken aus der Sammlung und zeitgenössischen Positionen wie Henry Kerstens bis hin zu Vivienne Westwood. Und da fügte sie sich perfekt ein. Sie beschäftigt sich von jeher mit der Rolle der Frau. Das ist eine dauerhafte Auseinandersetzung, die sich ausdrückt über die Beschäftigung mit Mustern. Mustern, die zu einer bestimmten Zeit in Mode waren, die sich forttragen, in Teilen wiederverwendet und verfremdet werden. Sabine Dehnel ist 1971 geboren und wuchs eben mit den Mustern der 70er Jahre auf, die sich dann eben in der nach der Residency entstandenen ganz neuen Serie Vasen wiederfinden, nämlich in der Bademode. Und hier kann man eben besonders gut sehen, wie Sabine Dehnel arbeitet. Sie arbeitet auf mehreren Ebenen. Sie arbeitet als Malerin, wollte immer eigentlich nur Menschen malen und das tut sie. Ob sie das mit dem Pinsel auf der Leinwand macht oder über die Mittel von Bühnenbild und Körperbemalung das Ganze in fotografische Inszenierungen setzt. Das lotet sie für sich selbst aus. Sie arbeitet seriell. Das also jetzt ganz neu die Serie Vasen und noch nie ausgestellt waren die Skizzen, die direkt auf Föhr entstanden sind, wie Atem der Vögel, das erste Werk, wenn man in die Ausstellung hereinkommt. Ich wünsche Ihnen auf allen Ebenen mit den Werken von Sabine Dehnel ganz viel Freude, ganz viel Reflexion auch, denn Sabine Dehnel ist jemand, der sich von jeher, das hat sie auch mitstudiert neben der bildenden Kunst in Mainz und Los Angeles, mit der Philosophie beschäftigt. Und zwar nicht nur mit der klassischen Philosophie, sondern auch mit den philosophischen Konzepten des Buddhismus und des Hinduismus. Viel Freude! Ein Bild, auch sagt mehr als tausend Worte, und Bilder, die Geschichten erzählen. Das fällt mir zu den Arbeiten von Sabine Dehnel ein. Sabine Dehnel, die ich mit einer großartigen Arbeit von jetzt 20 Jahren kennenlernte, ein Bild, eine reine Fotografie, das dadurch bestach, dass es eine Vielfalt an Geschichten erzählte. Und als ich von Leander erfuhr, dass er Sabine Dehnel und ihre Arbeiten ausstellt, und ich den Berg hier hochlief und dieses Bild entdeckte, so ziemlich magisch an, ähnlich wie mit der Fotografie damals, hier vereint sich eben die Malerei und die Fotografie und eine detailreiche Geschichte mit Vögeln, mit einer lebendigen Vögelhelle, mit einem Horizont, mit einer tollen Farbigkeit. Ein Bild, das mich unglaublich anspricht. Ja, eine weitere ganz typische Arbeit für Sabine Dehnel, die mich ungemein anspricht, insbesondere in meiner Profession als Architekt, das ist das Thema Statik, Architektur, Konstruktion, also sprich diese Geometrie in dem Bild und diese Bewegung, die ins Unendliche nahezu läuft, also wiederum das Thema Horizont und die Fantasie. Was macht diese Darmstadt eigentlich? Das bleibt jedem Betrachter selbst überlassen. Ein ganz typisches Bild, wie ich meine, für Sabine Dehnel. Ja, diese beiden Arbeiten stehen für mich hier stellvertretend für eine Arbeit von Sabine Dehnel, die den Titel trägt, Die Dinge des Lebens. Für mich einer der großartigsten Filme von Claude Sauté in der Hauptrolle mit Romy Schneider. Und ohne es zu wissen, stellte mir Sabine in Berlin ein Bild vor, das Dekolleté und das Amulett mit dem Bild von Romy Schneider. Und das war für mich so auf den Punkt gebracht, das, was für mich Malerei, Leidenschaft für den Film, hier in diesem Fall auch noch das Handwerk
das Erzählerische, was es für einen Strauß macht. Also drei sehr verschiedenartige Bilder, aber die mich alle auf eine ganz besondere Art und Weise ansprechen, weshalb ich die Arbeiten eben sehr schätze von ihr. Dieses Bild mit dem Mädchen, mit der roten Schminke, mit den schwarzen Vögeln, ist auf der Insel Föhr entstanden. Während eines Stipendiumsaufenthaltes des Museums Kunst der Westküste. Dort habe ich das erste Mal Menschen in der Natur bemalt und fotografiert. Auf diesem Bild ist meine Tochter zu sehen. Ausgangspunkt für die inszenierte Fotografie bildet ein roter Schal mit schwarzen Vögeln, der schon lang zu meinen Requisiten gehört. Es sind innere Bilder, die teilweise an die Oberfläche kommen. Es sind erinnerte Bilder, überschriebene Bilder, es sind Porträts von Menschen. Manchmal weiß ich selbst nicht mehr genau, habe ich das jetzt erlebt oder habe ich es inszeniert. Fiktion und Realität verschmelzen, verschwimmen, wie in unserer Erinnerung, die nie authentisch ist. Ich freue mich sehr, mit meiner künstlerischen Arbeit nach 2014, nach der Ausstellung im Museum Wiesbaden, wieder hier in der Stadt vertreten zu sein. Ich bin Sabine Dehnel.